herzlich willkommen jetzt hier wieder zu einem Mod-Review. Und heute will ich euch, wie hier schon steht, den Biosphere-Mod vorstellen. Und ich starte jetzt nicht schon gleich in der Welt, sondern der Mod fügt hier bei weitere Weltoptionen Biospheres hinzu. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen, wie das, was das genau ist. Und zwar generieren wir jetzt erstmal die Welt, das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, genau. Nämlich fügt das hinzu, dass, dass das hier solche Kugeln sind. Genau, die nennen sich Biospheres. Und die sind halt mit solchen Holzwegen miteinander verbunden. Die sind unterschiedlich groß. Und jede Kugel hat ein anderes Thema. Thema heißt jetzt ein anderes Biom. Und das geht auch nicht, es gibt dann auch keinen Bedrock, sondern wenn man sich hier runtergräbt, dann fällt man halt irgendwann aus der Welt. So, ja, genau jetzt. Und wenn man aus der Welt fällt, stirbt man bekanntlich. So, auch im Kreativ. Und das Coole daran ist auch, dass es auch Netherbiome gibt. Also, das heißt, man braucht gar keine, gar kein Netherportal, um Netherrack und so zu kriegen, sondern das kriegt man gleich in diesen Kugeln. Und was auch sehr cool von dem Mod gemacht worden ist, ist halt, dass in dem Netherbiom auch Gas und Pick-Zombies spawnen. Und dann kommen wir auch gleich schon zu diesen kleineren Kugeln hier. In diesen kleineren Kugeln sind die meisten Rohstoffe drin. Wie gerade hier eben Diamant und da wieder Diamant, da Emerald. Da ist halt ein viel größeres Vorkommen an Rohstoffen drin als in denen da. Da ist meistens nur Kohle, Redstone, Parmagold und Eisen zu finden. Diamant habe ich noch nie gefunden. Ich meine aber, es gibt eine Chance, Diamanten zu finden. Die ist zwar sehr gering, aber ja, es kommt, soll schon mal vorgekommen sein. Und so ein Netherbiom, mal gucken, ob ich jetzt noch eins finde. Wenn ich, blende ich euch gleich noch ein Bild davon ein. Ich kann ja hier noch ein bisschen rumfliegen. Und wie gesagt, die Kugeln variieren halt auch von der Größe. Die ganz großen, so wie das jetzt hier eine ist, die sind dann auch oben nicht mehr zu. Sondern die sind dann einfach so weit abgeschlossen und weiter nicht. Da haben wir jetzt ein Netherbiom. So sehen die aus. Haben dann auch richtig mit Lava. Haben nicht alle einen Lavasee. Aber hier spawnt jetzt, na, machen wir jetzt hier mal Schwierigkeit einfach. Da spawnen hier auch eben die Big Zombies, die man dann töten kann. Das ist jetzt hier auch eine große, deswegen ist ja auch nicht zu. Meistens ist Lava zu. Ja, das war's eigentlich auch schon zu den Neuerungen des Mods. Das fügt das halt einfach nur hinzu. Na, jetzt kommt hier der Ton. Wir müssen jetzt mal ein bisschen leiser stellen. Mal aus. Und ja, dann kommen wir jetzt auch gleich schon zur Installation. Bis gleich. So, da sind wir jetzt auch schon gleich bei der Installation für den Mod. Dafür braucht ihr erstmal den Biosphere-Mod an sich halt und dann den Mod-Loader. Die beiden Links natürlich in der Beschreibung und dann drückt ihr Windows-Taste R, dann öffnet sich da unten so ein Ausführungsfeld, da tippt ihr einfach Prozent %APP DATA% und dann drückt ihr OK oder Enter. Dann geht ihr auf euren .Minecraft-Ordner, in den Bin-Ordner, dann habt ihr hier eine Minecraft.jar oder nur Minecraft, das ist immer unterschiedlich, und dann klickt ihr Rechtsklick und sagt Öffne mit WinRAR-Archiver. Dann ist hier normalerweise ein Ordner drin, der heißt MetaInf, der ist groß geschrieben und vor den INF ist ein Bindestrich, den müsst ihr zuerst löschen, sonst laufen die Mods nicht. Dann markiert ihr, öffnet ihr den Biosphere-Mod, markiert alles und zieht es rein, das mache ich jetzt nicht, weil ich ihn schon installiert habe. Dann öffnet ihr den Mod-Loader, markiert alle Dateien außer dem Punkt-Punkt-Punkt-Ordner, also den Punkt-Punkt-Ordner, wie auch bei dem Biosphere. Alle markieren und einfach reinziehen, mache ich jetzt auch nicht, weil er auch schon installiert ist. So. Und das war's auch schon.
Dann würde ich mal so sagen, bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Ciao, Leute. So, ganz kurz noch dahinter. Ich habe vergessen, euch auf der Internetseite den, wie man sich den Download, weil der Mod-Loader und der Voice Permit, das ist nämlich auf einer Internetseite. Und zwar kommt ihr dann hier so hin auf die Seite. Dann scrollt ihr halt ein bisschen runter, bis ihr hier Mod-Loader sieht für eure Version halt. Ich bin jetzt in der 1.5.1. Drückt ihr einfach auf Download Adflyer und Download Direct, kommt das gleiche hinaus. Und dann scrollt ihr ein bisschen weiter runter, bis hier irgendwann das Bild kommt und darüber steht Biosphere 1.5.1 wieder und hier auch wieder Download Direct oder Download AdFly. Kommt halt immer ganz drauf. Es kommt eigentlich auch immer aufs selbe hinaus, das wollte ich noch ganz kurz hinterher sagen und das war's dann wirklich jetzt. Ciao, Leute.